Abfliegen oder auf der Strecke bleiben? Dieser Sternenkreuzer muss heute zeigen, was er wirklich kann. Gute Gene bekommt der SL63 von AMG implantiert. Getriebe, Lenkung und Fahrwerk sind auf Sport getrimmt. Wie das 5,5 Liter Herz schlägt, kann nur einer herausfinden. Ja. Nochmal. Wir bringen es mal auf den Punkt. Ich fühle mich keineswegs untermotorisiert. Ja? Heidenei. Mann, oh Mann. Der geht echt gut. Also klasse. Also der Sound natürlich. Klar, V8. Aber wie der anschiebt jetzt hier so. Dritter Gang, mal beschleunigen. Aber selbst aus dem dritten raus, hier so aus der Ecke. 3000 Umdrehungen, direkt Druck. Regelsysteme, ja, die haben auch zu tun, das ist klar. Und der fährt sich auch gut dabei. Also, jetzt nicht, dass ich sagen würde, ich hätte ein Riesenschiff. Mühelos erreicht der SL Geschwindigkeiten weit jenseits der 200 km/h. Energie, der im richtigen Moment Einhalt geboten werden muss. Er bremst auch gut. Also ich kann das Pedal sehr gut dosieren. Hab einen relativ langen Pedalweg, was aber nicht schlecht ist. Also auch lange mit einer hohen Dosierbarkeit. Und du kannst sehr feinfühlig anbremsen, in die Ecken reinbremsen, spürst das Pedal sehr genau. Ja. Okay, jetzt ist die Bremse kalt. Ja. Aber das war gut. Für mich eine Überraschung von der fahrdynamischen Seite her. Also nicht einfach nur ein dröger Cruiser mit Leistung, sondern auch wirklich gleichzeitig ein Auto, womit du Spaß haben kannst, mit dem du echt dynamisch um die Ecke fährst. Und ja, und ich bin eigentlich überrascht davon, das Auto falsch eingeschätzt zu haben. Ja. Im direkten Kräftemessen zieht der AMG den Kürzeren. Auf der Dynamikseite punktet er aber klar. Hier wird aus dem Sternenkreuzer eine Angriffswaffe, die durchaus auf der Rennstrecke mithalten kann.